Der nächste Tagesordnungspunkt, der uns jetzt hier beschäftigen wird, beschäftigt sich mit Krankenversicherungsbeiträgen, und zwar genau gesagt um eine doppelte Beitragszahlung. Einerseits, wenn man in den Genuss seiner Kapitallebensversicherung gekommen ist und andererseits eben auf Betriebsrenten, dann werden zweimal Beiträge fällig für die gesetzliche Krankenversicherung. Eine Ungerechtigkeit, eine zu viel Bezahlung, findet die Linksfraktion, die dieses Thema eingebracht hat, das übrigens gestern im Ausschuss abgesetzt wurde, weil die SPD weiteren Beratungsbedarf geltend gemacht hat und mit Unterstützung der CDU, CSU dann im Ausschuss dieses Thema abgesetzt hat. Gleichwohl wird es jetzt hier im Plenum beraten. Es werden sicherlich auch dabei die technischen Probleme im Ausschuss zur Sprache kommen. Erster Redner jetzt gleich Matthias Birkwald, der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Hier sehen wir ihn schon, er wartet darauf, aufgerufen zu werden und tritt ans Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, den Begriff des Skandals verwende ich ja sparsam, aber die doppelte Belastung von Direktversicherung mit Krankenkassenbeiträgen, die ist nun wirklich ein dicker sozialpolitischer Skandal. Seit Jahren machen entrüstete Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner lautstark auf diesen Skandal aufmerksam. Und zu kaum einem Thema erreichen uns mehr kopfschüttelnde, entsetzte oder wütende Protestbriefe, Anrufe oder E-Mails. Und kaum eine Betroffenengruppe ist so gut organisiert wie der Verein der Direktversicherungsgeschädigten. Und darum haben die Betroffenen und wir Linken, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, bei diesem Thema mit allen parlamentarischen Mitteln, mit Anträgen, Anfragen, zwei öffentlichen Anhörungen und mit Presse- und Fernsehberichten heftig unter Druck gesetzt. Nur zur Erinnerung: Mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2003 wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschlossen, dass auf Bezüge aus der betrieblichen Altersvorsorge, wie zum Beispiel Direktversicherungen, von den betroffenen Rentnerinnen und Rentnern zweimal Krankenkassenbeiträge bezahlt werden müssen, nämlich die für den Betriebsrentner und die für seinen nicht mehr vorhandenen Arbeitgeber. Das heißt, von zum Beispiel 597 Euro Direktversicherungsrente muss Reinhard M. aus Heilbronn jeden Monat 107,16 €, also 18%, an Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bezahlen. Eine Kürzung um fast ein Fünftel. Und auf wessen Mist ist diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit gewachsen? Auf dem Mist des CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer aus Bayern und der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, SPD. Und im Unterschied zum sogenannten halben Beitragssatz, den Rentnerinnen und Rentner für ihre gesetzlichen Renten zahlen müssen, muss bei Betriebsrenten seitdem der sogenannte volle Beitragssatz gezahlt werden. Und besonders skandalös, diese Regelung traf auch rückwirkend Verträge, die bereits vor 2004 abgeschlossen waren. Das war eine kalte Enteignung über Nacht, und die darf es nicht geben. Dabei wurde seit der Jahrtausendwende immer wieder für das Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung geworben. Und da kann ich nur sagen, erst angelockt, dann abgezockt, das muss ein Ende haben. Aber nicht nur die Höhe der Krankenkassenbeiträge bringt viele Betroffene auf die Barrikaden, sondern dass sie ihre Beiträge oft aus schon verbeitragtem Nettoeinkommen und mit nur geringer Arbeitgeberbeteiligung angespart hatten. Oft gilt übrigens auch, die Chefin oder der Chef hat keinen Cent dazu bezahlt. Was ist daran noch betriebliche Altersversorgung? Dieser Skandal, lieber CSU-Kollege Max Schraubinger, den sehe ich ja leider gerade nicht, wurde 2004 direkt vom CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer verursacht. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und bis heute ist es die CSU, die ein Ende dieses Skandals verhindert. Und darum, meine Damen und Herren in Bayern, die Sie uns jetzt zuschauen, wenn Sie selbst Beiträge in eine Betriebsrente einzahlen, dann dürfen Sie am kommenden Sonntag bei der Landtagswahl auf gar keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall CSU wählen. Die CSU will Ihnen nämlich weiterhin fast 20% von Ihrer Betriebsrente abknöpfen. Und wir Linken sagen hingegen,
Ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgeberbeitrag für die Krankenversicherung in der Ansparphase reichen völlig aus. In der Auszahlungsphase sollen dann gar keine Beiträge mehr fällig werden. Die Doppelverbeitragung muss abgeschafft werden. Also, liebe Bayern mit Betriebsrente, wählen Sie am Sonntag am besten Die Linke. Liebe CSU, liebe SPD, wenn Sie schon nicht auf uns und die Unmengen von Betroffenen hören, dann hören Sie doch wenigstens, Herr Kollege, auf den Verwaltungsausschuss des GKV-Spitzenverbands, Herr Henke. Der forderte am 30. August den Gesetzgeber, also Sie und uns, auf, für pflicht- und freiwillig versicherte Empfänger von Versorgungsbezügen wieder den halben Beitragssatz anzuwenden. Also, selbst die Krankenkassen wollen zum alten Gesetz zurückkehren, liebe CSU, und schlagen sogar konkret vor, dies im Rahmen des GKV-Versicherten-Entlastungsgesetzes zu tun, was wir hier aktuell im Bundestag beraten. Ich frage Sie als CSU und als CDU, warum setzen Sie das nicht sofort um? Oder, Herr Kollege Weiß, wollen Sie etwa darauf warten, dass der Antrag Ihrer CDU-Mittelstandsvereinigung vom 6. Juli auf dem CDU-Parteitag im Dezember beschlossen wird? Denn der fordert klipp und klar, halber Beitragssatz und Umwandlung der bisherigen Bagatellgrenze von 152,25 € in einen echten Freibetrag für alle. Und das wären echte erste Schritte zur Lösung des Problems, die auch wir Linken unterstützen würden. Meine Damen und Herren, das ist auch exakt der Tenor des Beschlusses der NRW-Landesgruppe vom 11. Juni. Der CDU? Nein. Der SPD. Und eine Umfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung bei allen Bundestagsparteien ergab, dass alle, wirklich alle Parteien außer der CSU, sich für eine Abschaffung der Doppelverbeitragung oder zumindest für die Einführung eines echten Freibetrages für alle Betriebsrenten aussprachen. Also Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP, die SPD und auch die CDU wollen das Problem ganz oder teilweise lösen. Sieht Ihnen die Argumente der vielen Tausenden von Betroffenen, der Krankenkassen, der Gewerkschaften, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sind Ihnen die egal? Also ich glaube, das reicht jetzt mit Argumenten. Es gibt keinen einzigen nachvollziehbaren Grund mehr, die ungerechte doppelte Verbeitragung aufrechtzuerhalten. Und ich sage, Union und SPD dürfen sich nicht weiter von der CSU in Geiselhaft nehmen lassen. Schaffen Sie die Doppelverbeitragung zum 01.01.2019 ab und finden Sie eine Entschädigungslösung für die Altfälle oder erklären Sie den Menschen hier und jetzt, warum Sie das alles nicht tun werden und was Sie daran noch genau hindert. Herzlichen Dank. Matthias Birkwald war das für die Linksfraktion. Viel Applaus aus seiner Fraktion für seine Rede. Er hat von einem echten Skandal gesprochen und dafür geworben, dass diese doppelten Beiträge abgeschafft werden, doppelte Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung. Ihm antworten wird jetzt Karin Mark, die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegin, liebe Kollegin, lieber Kollege Birkwald, gestatten Sie mir, dass ich mich an der Keilerei um den bayerischen Wahlkampf nicht beteilige, sondern um seriöse Lösungsmöglichkeiten mit meiner Koalition suche. Wir führen heute eine Geschäftsordnungsdebatte, um zu erläutern, warum diese Einigung bislang noch nicht stattfinden konnte. Und da ist jetzt schon der Sachverhalt nicht ganz banal. Unter einer rot-grünen Regierung hatten sich 2003 Milliardendefizite in der gesetzlichen Krankenversicherung angesammelt. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach Ungleichbehandlungen gerügt. Und vor allem, um diesem horrenden Defizit zu begegnen, wurde damals ein ganzes Maßnahmenpaket zu Lasten der Versicherten beschlossen, unter anderem Sterbegeld gestrichen, Sehhilfen, Brillen, Zuschüsse gestrichen, Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen gestrichen und eben auch von den Rentnern verlangt, die vollen Kassenbeiträge auf die Betriebsrenten zu zahlen. Und in diesen letzten 15 Jahren seither sind aus den unterschiedlichen Varianten dieser Betriebsrenten Beitragseinnahmen von jährlich 6 Milliarden Euro aufgewachsen. Und nun müssen wir entscheiden, ob und gegebenenfalls wie hier geholfen werden kann und vor allem wem im konkreten Einzelfall geholfen kann und wem möglicherweise nicht.
Die Entscheidungsparameter, die haben wir erarbeitet, die liegen auf dem Tisch. Die Diskussion, was daraus folgt, ist aber bei weitem und lange noch nicht abgeschlossen, lieber Herr Birkholt, was Sie im Ausschuss übrigens dankenswerterweise eingeräumt haben. Und deswegen finde ich es ausgesprochen unseriös, hier so aufzutreten, wie Sie auftreten. Bei einer Gesamteinschätzung müssen wir zum einen natürlich die finanziellen Auswirkungen, die Beitragsausfälle in der gesetzlichen Krankenversicherung betrachten. Den Betroffenen geht es als Maximalforderung selbstverständlich um die Rückabwicklung des gesamten rot-grünen Modernisierungsgesetzes mit der Folge von Rückforderungen einmalig in der Höhe von 40 Milliarden Euro, jährliche Beitragsausfälle in Höhe von 3 Milliarden Euro kämen hinzu. Die mir bekannten Lösungsansätze sind jetzt nur auf die Zukunft hingerichtet. Da geht es zum Beispiel um die Halbierung des Beitragssatzes für die Leistung der betrieblichen Altersvorsorge, Einnahmeausfälle rund 2,5 Milliarden Euro jährlich. Wir reden über die Umwandlung von Freigrenzen, von der Freigrenze in einen Freibetrag, Mindereinnahmen 1,5 Milliarden Euro jährlich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, daneben sind weitere Betrachtungen wichtig. Zum einen das Thema Generationengerechtigkeit. 1973 finanzierten die Rentner ihre Gesundheitskosten mit eigenen Beiträgen zu 70% selbst. 2003 deckten die Rentner nur noch knapp 43% ihrer eigenen Ausgaben ab. Jetzt steigen die Zahl der Rentner und die entsprechenden Ausgaben infolge des demografischen Wandels an, weshalb die Jungen heute einen deutlich höheren Beitrag, Solidarbeitrag zahlen für die Älteren als in den vergangenen Jahren. Und zum anderen orientieren sich die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung natürlich an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Versicherten. Die werden nämlich nach erwerbsbezogenen Einkünften bemessen. Und deshalb fallen übrigens für die kleinen Betriebsrenten mit einer Auszahlung unter 152 Euro die Beiträge, sogenannte Doppelverbeitragung, nicht an. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann nun auch den Zorn derjenigen, die seit den 80er Jahren für ein auskömmliches Leben im Alter gespart haben und die von der rot-grünen Regierung damals um die Früchte ihrer Arbeit betrogen worden, sehr gut nachvollziehen. Jeder von uns erhält die Briefe, die E-Mails, die das Ganze als hart und ungerecht empfinden. Und jeder erhält von uns den obligatorischen Shitstorm nach jeder öffentlichen Rede. Und hinzu kommt in dem Fall, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich zu Recht, aber für die Betroffenen nochmals sozusagen als eigenständige Belastung keinen Vertrauensschutz zugesprochen hat. Richtig und wichtig, und das ist meiner Fraktion vor allem auch wichtig, dass die Beitragszahler in der Rente nicht zu hoch belastet werden. Sinnstiftende Lösungsansätze liegen aber meines Erachtens immer noch nicht auf dem Tisch. Die Mindereinnahmen in der GKV, und jetzt werden wir mal ganz konkret, lassen sich entweder durch das Absenken des Leistungsvolumens oder durch eine Erhöhung der Beitragssätze ausgleichen. Und da finde ich es für eine linke Partei schon bemerkenswert, dass sie zugunsten der Leistungsfähigeren in der Solidargemeinschaft diejenigen, von denen viele deutlich weniger Einkommen zur Verfügung haben, belasten wollen. Ich will das jedenfalls nicht. Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass damit auch zwangsläufig die künftigen Generationen zusätzlich belastet werden. Die müssen nämlich die Einnahmeausfälle tragen. Und das will ich auch nicht. Andere gute Vorschläge wie die Deckungslücke von jährlich 2,5 Milliarden Euro, wenn man die Halbierung nimmt, in der GKV aufgefangen werden können, habe ich noch nicht gehört. Steuerzuschüsse, der Finanzminister hat es meines Wissens bisher abgelehnt. Da müssen wir dann auch uns überlegen, wo wir Schwerpunkte setzen. Wir haben in anderen Bereichen einen deutlichen Ausgabenaufwuchs. Ich persönlich fände auch eine Regelung ausschließlich für die Zukunft, und das ist mir jetzt ganz besonders wichtig, so wie es die aktuellen Vorschläge vorsehen, ausgesprochen ungerecht. Eine Befriedigung kann ich mir so nicht vorstellen. Man würde diejenigen, die am meisten und längsten bezahlt haben und die vor allem auch am längsten gekämpft haben, von der Regulierung ausnehmen und damit nochmal vor den Kopf stoßen.
Und lieber Herr Birkwald, die solidarische Gesundheitsversicherung ist sicher keine Lösung. Ich darf aus dem Internetauftritt der Linken zitieren. Bei der solidarischen Gesundheitsversicherung der Linken richtet sich die Höhe der jeweiligen Krankenversicherungsbeiträge nach der individuellen Leistungsfähigkeit, also nach dem individuellen Einkommen. Zur Berechnung des Beitrags werden alle Einkommensarten herangezogen, inklusive Kapitalerträge, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Wer viel Einkommen hat, zahlt viel. Wer wenig hat, zahlt wenig. Und wer keins hat, zahlt keins. Und genau diese Situation haben wir im Moment. Es ist doch Sand in die Augen der Menschen gestreut, was Sie hier machen. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Vorschläge, die im Moment auf dem Tisch liegen, sind jedenfalls nicht geeignet, eine Befriedung herbeizufinden. Meine Fraktion, meine Partei wird sich auf dem Parteitag im Dezember mit den Themen nochmals beschäftigen. Wir werden seriöse Lösungsmöglichkeiten erörtern und vorlegen. Dankeschön. Es wird seriöse Lösungsmöglichkeiten geben. Die Ankündigung von Karin Mark war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Detlef Spangenberg für die AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren von der Koalition, Sie hatten ja im Gesundheitsausschuss scheinbar Angst, dass wir darüber mal diskutieren. Haben Sie das gleich abgebügelt? Gut, machen wir es heute hier. Gerechte Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten, Doppelverbeitragung abschaffen. Der Begriff Doppelverbeitragung allein, den dürfte es gar nicht geben. Einmal zahle ich den Beitrag, damit ist gut. Wieso zweimal? Das dürfte es gar nicht geben, meine Damen und Herren. Hier fängt schon die Ungerechtigkeit an. Wir sprechen hier von ca. 7 Millionen Verträgen. 7 Millionen Menschen, die unzufrieden sind mit der Regelung, die sie denen eingebrockt haben. Erst seit 1983 werden die Renten aus der Krankenversicherung gebeten, und zwar auch nur mit dem halben Satz für die Altersvorsorge. Und das Gesundheitsmodernisierungsgesetz, was 2004 in Kraft trat, wird eigentlich insofern kritisiert mit folgenden Begriffen. Gesundheitsmodernisierungsgesetz, konkrete Entwertung der Altersvorsorge von Arbeitnehmern oder Recht ist, was die öffentlichen Kassen füllt. Und auch der Beschluss des eben genannten Bundesverfassungsgerichtes wird auch kritisiert. Da wird das Solidaritätsprinzip angemahnt, dabei haben die Leute schon bezahlt. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dort angesprochen, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Sie haben ja immerhin etwas aufgebracht. Also nicht Gerechtigkeit wird hier herangezogen, sondern wen man zur Kasse bitten kann, der muss zahlen. Das ist die Aussage dabei. Meine Damen und Herren, auch der DGB hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. In seiner Einlassung vom 19.04.18 sagt er, Vertrauen in den unbegrenzten Fortbestand einer bestimmten Rechtslage zu einem bestimmten Zeitpunkt kann es nicht geben. Das mag ja sein, aber hier sind wir im Vertragsrecht drin. Die Leute haben vor 2004 einen Vertrag geschlossen, auf den können sie bauen. Das ist Grundsatz. Wenn ich einen Vertrag geschlossen habe, habe ich das Recht, so gestellt zu werden, wie der Vertrag es hergibt. Das Bundessozialgericht formulierte mit Recht die seit 1983 geltende Regelung der 10-jährigen Beitragszahlung, ja, diese 120 Monate, wenn die Kapitalauszahlung erst nach Eintritt verlangt wurde oder festgestellt wurde. Vorher war der Vertrag hier anders, da war es richtig, dass ich diese 10 Jahre zahle. Aber wenn einer natürlich schon vorher gesagt hat, ich möchte das Geld in einer Summe haben, dann hat er das Recht, es ausgezahlt zu bekommen und zahlt nur den einen Beitrag nach der Beitragsvermessungsgrenze im ersten Monat. Wie gesagt, das war die Rechtsprechung bis 2004. Somit bestand bis 2004 noch die Möglichkeit, die Beitragspflicht zu umgehen, wenn die Kapitalauszahlung vor Bezug, was ich eben sagte, vertraglich vereinbart worden war. Nun, durch den Einschub in § 229 Absatz 1 Satz 3 vom 01.04.2004 wird das ausgehebelt. Sie müssen sich das mal lesen, das Ding ist herrlich formuliert. Umständlich, verwässert, versteht kein Mensch, aber Sie könnten einfach schreiben, egal ob er ein- oder ausgezahlt hat, er muss zahlen, wenn es ausgezahlt wird. So einfach hätte man es schreiben können, aber das hätten ja die Leute dann auch verstanden. Das sollen die gar nicht verstehen, deswegen haben sie diese komische Formulierung reingebaut, die sie sich alle mal durchlesen sollten. Unverständlich auch der Begriff der sogenannten Einkommensersatzfunktion. Auch so ein herrlicher Begriff. Und zwar bedeutet das, wenn der Arbeitgeber in irgendeiner Form daran beteiligt war. Das heißt, er braucht auch gar kein Geld zugeschossen zu haben. Es reicht zu, wenn der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für den Arbeitnehmer gezahlt hat. Dann haben wir eine Einkommensersatzfunktion.
Und begründet wird das dann, dass er eben bei der Auszahlung doppelt zahlen muss, auch wenn er schon bei der Einzahlung gezahlt hat, dass es haftungsrechtlich begründet wird mit dem § 1 Absatz 1 Satz 3 des Betriebsrentengesetzes, eine sehr, sehr wässrige und sehr dünne Begründung. Nur wenn der Arbeitnehmer selbst in den Vertrag dann eintreten würde, dann wäre dieser Teil nicht beitragspflichtig. Nur, wer weiß denn sowas, sowas Kompliziertes, kommt da kein Mensch drauf. Die Informationspflicht war auch nicht gegeben, also auch wieder, könnte man denken, gar nicht gewollt, dass sie darüber informiert werden. Somit sind alle Leistungen, Kapitalauszahlung, wiederkehrende Leistung oder Kapitalauszahlung, unterliegen somit der Beitragspflicht. Ja, und jetzt komme ich zu dem interessanten Kapitel Verträge. Was ist mit den Verträgen von 2004? Vertrauensschutz, meine Damen und Herren. Wir haben hier aus meiner Sicht ein echtes Rückwirkungsverbot und kein unechtes, was hier immer definiert wird. Herr Kollege, ich meine das ernst, ich komme bitte zum Schluss. Ja, noch ein Satz. Das heißt also, die Vertragspartner muss nicht damit rechnen, dass das geändert wird. Sie haben Recht, auf die Gültigkeit ihres Vertrages bauen zu können. Deswegen, dieses Geld ist unrechtmäßig eingenommen, zahlt worden. Danke sehr. Vielen Dank. Als nächstes für die SPD. Detlef Spangenberg war das für die AfD-Fraktion. Weiter geht es mit Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal blicken wir auf die Situation von damals zurück, 2003, 2004. Wir hatten damals also Massenarbeitslosigkeit, fast 5 Millionen Arbeitslose. Die gesetzliche Krankenversicherung hatte sehr hohe Defizite. Es wurde darüber diskutiert, ganze Leistungsbereiche zu entfernen, zum Beispiel den Zahnersatz. Und wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes umzusetzen, der Ungleichbehandlung von gesetzlich freiwillig und gesetzlich Pflichtversicherten. Das war die Lage. Und in dieser Situation haben damals wir gemeinsam entschieden, dass also die sogenannte Doppelverbeitragung passieren muss in Anbetracht dieser Situation. Frau Mag, es war kein rot-grünes Gesetz, sondern wir haben das in der Landesvertretung Baden-Württemberg gemeinsam verhandelt. Und derjenige, der den Vorschlag gemacht hat, ich stimme nicht Herrn Birkwardt bei der Wahlkampfrede in jedem Punkt zu, aber der Ehrlichkeit halber muss man sagen, derjenige, der den Vorschlag damals gemacht hat, war Horst Seehofer. Und daher ist es kein rot-grünes Gesetz alleine gewesen, sondern es ist ein Gesetz, was wir alle mitvertreten haben. Und daher ist es aus meiner Sicht jetzt richtig, darüber zu diskutieren, weil die Situation hat sich grundlegend geändert und wir müssen das Gesetz jetzt revidieren. Ich will es auch begründen. Das ist ganz simpel. Es war damals eine andere Situation. Wir haben heute keine, sagen wir, hohen Defizite, sondern die Krankenversicherungen haben insgesamt ein Plus, wenn ich den Gesundheitsfonds und die Kassen zusammenziehe, von fast 30 Milliarden Euro. Es kann nicht angehen, dass wir darüber diskutieren, per Gesetz die Kassen dazu zu zwingen, für eine Gruppe von Versicherten die Beitragssätze zu senken, die derzeit höher anfallen, als sie anfallen müssen, und gleichzeitig bei den Betriebsrentnern doppelt kassieren. Das ist eine Ungleichbehandlung, die wir nicht hinnehmen können. Zum Zweiten, wir haben auch die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt weitgehend lösen können. In der Tat, wir haben derzeit einen Mangel an Facharbeitern. Das heißt, die damalige Begründung, die fällt heute nicht mehr an. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben heute nicht mehr sozusagen Massenarbeitslosigkeit, sondern wir haben Angst vor Altersarmut. Und um die Altersarmut zu bekämpfen, brauchen wir eine starke Betriebsrente. Da kann es nicht sein, dass wir die Betriebsrente unattraktiver machen, indem wir sie doppelt verbeitragen. Im Kampf gegen die Altersarmut müssen wir tatsächlich dazu übergehen, jetzt die Doppelverbeitragung abzuschaffen. Wir haben ein Unrecht hier, denn diejenigen, die durch die Doppelverbeitragung mit dazu beigetragen haben, dass sich die Situation der Krankenkassen so konsolidiert hat, dass sich die Arbeitslosigkeit konsolidiert hat, die dürfen jetzt nicht nachträglich noch bestraft werden dafür, dass sie damals diesen Beitrag geleistet haben. Das heißt, die müssen jetzt auch entlastet werden. Die haben das jetzt verdient. Die haben einen Beitrag geleistet, aber die haben jetzt als Erste unsere Entlastung verdient. Daher ist es ja auch kein Geheimnis, dass wir als SPD uns dafür eingesetzt haben, schon in den Koalitionsverhandlungen. Ich habe die Koalitionsverhandlungen für die SPD also geführt und wir haben dieses nicht umsetzen können. Die Details spielen hier keine Rolle. Wir bleiben aber an dem Thema daran, das ist ganz klar. Und ich bin auch sicher, dass wir zu einer Lösung kommen werden.
Ich halte es auch für richtig. Wir haben ja in der Landesgruppe NRW einen Vorschlag gemacht, an dem war ich auch selbst beteiligt, dass wir die freie Grenze zu einem echten Freibetrag wandeln. Das heißt, die kleinen Betriebsrenten würden dann gar nicht herangezogen und dass wir darüber hinaus dann die Doppelverbeitragung abschaffen. Das ist eine saubere Lösung, die wir uns auch leisten können, die mit Mehrkosten tatsächlich einhergehen. Aber wenn Sie sich, Frau Mark, wenn Sie sich hier darüber beklagen, dass die Linkspartei, die ich hier ungern in Schutz nehme, aber wenn Sie sich darüber beklagen, dass die Linkspartei hier bereit wäre, diejenigen zu belasten, die ein geringes Einkommen haben, um diejenigen zu entlasten, die ein etwas höheres Einkommen haben, nämlich die Betriebsrentner, dann sollten Sie mit der gleichen Logik auch mal darüber nachdenken, wie sinnvoll es ist, dass wir diejenigen, die gut verdienende Privatversicherte sind, gar nicht belasten. Dann müssten Sie den Vorschlag für eine Bürgerversicherung hier machen. Denn wenn wir einmal damit anfangen, dass wir die Gutverdiener ehrlich heranziehen müssen, dann ist es so, ein System, was die Einkommensstärksten und die Staatsdiener mit guter Rente herausnimmt. Wir Beamte, wir brauchen keine Betriebsrente, weil wir hohe Pensionen haben. Dann müssten Sie dort ansetzen, sodass wir zu einem gerechten System kommen. Vielen Dank. Karl Lauterbach war das für die SPD-Fraktion, der gesagt hat, man müsse das jetzt revidieren als Gesetzgeber, vor allem auch angesichts der guten Situation der Kassen. Weiter geht es jetzt mit Christine Aschenberg-Duknus für die FDP-Fraktion. Ja, die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten ist ja ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion. Für die Ruheständler ist es leider ein Dauerärgernis. Das müssen wir hier mal konstatieren. Für uns als FDP ist die doppelte Verbeitragung der Altersvorsorge einfach nur unfair. Sie ist unsystematisch und sie schafft Fehlanreize gegen die doch so wichtige Säule der betrieblichen privaten Altersvorsorge. Und deswegen können wir das auch nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Und ich muss schon noch mal darauf zurückkommen, es war ja schon ganz eigentümlich, wie hier immer der schwarze Peter von links nach rechts geschoben wurde. Also das Gesetz, das GKV-Modernisierungsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben schon Rot-Grün unterschrieben. Sie haben ihre Unterschriften darunter gesetzt. Natürlich war die Union auch beteiligt. Das muss man auch sagen. Auf Herrn Seehofer komme ich auch gleich noch mal zu sprechen. Das Gesetz, und das war ja das Schlimme daran, das Gesetz an sich war ja schon schlimm genug, aber dass das auch noch rückwirkend galt, das ist ja der eigentliche Skandal. Und damit hat die Politik in den letzten 14 Jahren, denn es besteht ja immer noch, ganz einfach die Finanzplanung von Millionen von Altersruheständlern einfach mal so vom Tisch gewischt. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Das war mal wieder so typisch eine kurzsichtige Maßnahme nach Kassenlage. Und eigentlich sind wir uns doch hier immer einig, dass nachhaltige Politik keine Politik nach Kassenlage sein darf. Wie gesagt, und diese Doppelbeitragung neben der mangelnden Fairness, finde ich als besonders schlimm empfinde ich, dass es eben das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen massiv beeinträchtigt. Sie fühlen sich einfach unfair behandelt und das ist für das Vertrauen in die Politik nicht gerade sehr gut. Ja, Herr Seehofer, wir können uns ja alle noch daran erinnern an seine schönste Nacht in seinem bisherigen Leben mit Ulla Schmidt. Von Ulla Schmidt weiß ich das nicht. Ich werde Sie demnächst mal fragen. Aber ich muss sagen, für die Betriebsrentner war es keine schöne Nacht. Für Sie war es eher ein Albtraum. Das müssen wir jetzt hier mal feststellen. Und bei aller Diskussion um schlaflose Nächte oder Albträume, eins möchte ich auch noch mal feststellen. Die FDP-Fraktion war die einzige Fraktion, die dem Gesetz nicht zugestimmt hat. Und das mit Recht, meine Damen und Herren, und aus gutem Grund. Denn der Eingriff der Politik, hören Sie doch mal zu, in bestehende Verträge zu Lasten der Versicherten, in bestehende Verträge, das war und ist ein Sündenfall und sowas darf auch in der Zukunft nicht wieder passieren. Noch mal ganz konkret. Es gibt viele Versicherte, die allein aus eigenem Arbeitseinkommen, also ohne Arbeitgeberzuschüsse und aus ihrem Nettogehalt die Beiträge entrichtet haben, und zwar im Vertrauen darauf, dass am Ende der Laufzeit bei der Auszahlung noch das gilt, was man ihnen am Anfang versprochen hat, nämlich, dass nur einmal Beiträge fällig werden.
Die Betroffenen müssen jetzt aber leider feststellen, dass ihnen am Ende ein Fünftel des Auszahlungsbetrages einfach weggenommen wird. Und das schmerzt besonders, weil das betrifft ja gerade die Leute, die eben ihr Renteneinkommen, ihr wegfallendes Renteneinkommen ersetzen wollen. Ja, es geht um Vertrauen, um verloren gegangenes Vertrauen. Und wie gesagt, Politik sollte eigentlich Vertrauen herstellen und nicht konterkarieren. Die Anhörung, die wir ja im April gemacht haben, hat ja gezeigt, dass wir dieses Vertrauen zurückgewinnen müssen. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir die unfaire Doppelverbeitragung abschaffen, meine Damen und Herren. Denn Riester-Renten werden künftig ja nicht doppelt verbeitragt. Und insofern sagen wir, wir müssen alle Formen der betrieblichen Renten fair ausgestalten und zwar auch gleich ausgestalten, und zwar nur mit einer einmaligen Auszahlung. Ich komme zum Schluss. Beratungsbedarf, sagen Sie. Es gibt namhafte CDUler, die sagen, sie sind gegen die Doppelverbeitragung. Die SPD ist dagegen. Nur machen Sie endlich mal was, denn so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Die Rede von Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, die ebenfalls diese Regelung ein Ärgernis genannt hat, unfair, unsystematisch. Zudem schaffe sie Fehlanreize bei der Altersvorsorge. Weiter geht es mit Maria Kleinschmank, der gesundheitspolitischen Sprecherin der Bündnis Grünen. In der Behandlung der verschiedensten Formen der Altersvorsorge hier in der Bundesrepublik Deutschland, steuerrechtlich und beitragsrechtlich. Und ganz besonders gibt es sie für die Gruppe, die tatsächlich schon Verträge abgeschlossen hatte vor 2004, in der Annahme, dass keine weiteren Beiträge fällig werden würden und wo da in bestehende Verträge eingegriffen worden ist. Ich finde, das muss man eindeutig klar machen und das muss man auch zugestehen. Aber das ist der nächste Punkt. Wir können das Heilen dieses Missstandes, dieser Gerechtigkeitslücke nicht daran festmachen, dass wir wesentliche Pfeiler, und zwar Eckpfeiler unserer Krankenversicherung, einfach auflösen, in Frage stellen und wirkliche Prinzipien ganz in der Quelle elementar verletzen. Und das hat damit zu tun, wir haben in der Krankenversicherung ganz klar das Prinzip, wir beziehen uns bei der Beitragsermittlung darauf, welches Einkommen habe ich zu der Zeit, und das wird dann als Grundlage dafür genommen, ob ich leistungsfähig bin und wie hoch meine Belastung dann prozentual ausfällt. Und da ist es natürlich so, dass der, der mehr Einnahmen hat, auch mehr beiträgt als derjenige, der weniger Einnahmen hat. Ganz, ganz klar. Zweites Prinzip. Wir haben die Krankenversicherung der Rentner und Rentnerinnen. Und da ist es zentrales Prinzip, dass auch für die Rentnerinnen und Rentner der vollständige Beitragssatz fällig wird, aber wir über den Gesetzgeber, über die Steuer im Wesentlichen eigentlich refinanziert, die andere Hälfte finanzieren. Auch das heißt, wenn Sie hier als Lösungsvorschlag vorschlagen, dass wir die Doppelverbeitragung auflösen müssten, dann begehen Sie schon einen katastrophalen und grundlegenden Irrweg. Wir haben keine Doppelverbeitragung oder den Ausschluss der Doppelverbeitragung als Prinzip für die Krankenversicherung der älteren Menschen und der Altersversorgung, sondern wir haben als Prinzip, dass die Belastung durch die Steuer und Steuermittel ermäßigt wird und von daher sozial ausgestaltet wird. Und das wäre jetzt die Aufgabe. Und es wäre dann die Aufgabe, an Sie als Regierungsparteien zu sagen, wo holen wir denn diese Mittel her, dass, wenn ich alle Alterseinkünfte gleich behandeln will, dass ich die dann auch tatsächlich über Steuermittel refinanziere. Da haben Sie jetzt eine Aufgabe. Sie haben tatsächlich eine Situation, in denen wir Haushaltsmittel zur Verfügung haben, wie wir sie früher nicht hatten. Aber auch da muss man als Nächstes sagen, wir haben nicht nur diese Beitrags- und Gerechtigkeitslücke, wir haben auch andere Formen der Mehrbelastung. Schauen Sie sich nämlich an, was bei den sonstigen freiwillig Versicherten passiert. Da wird grundsätzlich und immer jede Einkunftsart, die wir haben, verbeitragt bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Auch das wird natürlich in der Folge dann Gerechtigkeitsfragen aufwerfen. Die sind an dieser Stelle nicht gelöst, muss man ganz klar sagen.
sagen. Und insofern, auch wenn diese Seite des Parlaments das nicht so gerne hört, ist die Frage der Bürgerversicherung tatsächlich auch die Lösung all dieser Problematiken, weil wir dann mit allen Einkünften umgehen und sie tatsächlich zur Grundlage der Bemessung von Beiträgen der Krankenversicherung nehmen und damit solidarisch der leistungsfähigere finanziert für den Ärmeren dann finanzieren. Und dann will ich Ihnen mal sagen, in dem linken Antrag, da steht nichts drin, Steuermittel als Refinanzierung, sondern Sie verweisen auf die Möglichkeit der Bürgerversicherung. Das heißt, die Versichertengemeinschaft würde diese Einzellösung finanzieren müssen. Und das heißt dann auch, dass die Pflegehilfskraft mit einem Mindestlohn von, was hatte ich gerade gesehen, 10,55 Euro, diese Mittel mitzahlen muss, obwohl es sich um Betriebsrentner handelt, die erheblich mehr wahrscheinlich an Einkommen haben, als diese Pflegehilfskraft hat. Deshalb, es verbietet sich aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, diesen Weg zu wählen. Wir müssen eine Lösung finden und wir müssen vor allen Dingen eine Lösung finden für diejenigen, die rückwirkend belastet worden sind, weil das ist unfair, das ist nicht nachvollziehbar. Aber wir müssen eine Lösung finden, die über Steueraufkommen läuft und nicht über die Versichertengemeinschaft. Das wäre zutiefst unfair und das ist mit Verlaub, Herr Birkwald, ich verstehe eigentlich nicht, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsbereich diesen Weg überhaupt akzeptieren können. Wenn wir über Doppelverbeitragung reden, dann haben wir das wesentliche Element dessen, was heute die Krankenversicherung für die Rentner ausmacht, dann nicht wirklich begriffen und wir würden es gefährden und das kann auf keinen Fall die Sache sein. Insofern, ich bin froh, wenn wir in der Beratung weiterkommen. Sie werden eine Lösung vorlegen müssen. Das sehen auch wir so. Aber sie kann nicht so aussehen wie der Vorschlag der Linken in ihrem Antrag. Dankeschön. Maria Kleinschmeink war das für die Grünen. Auch sie sieht eine Gerechtigkeitslücke in dieser Situation der zumindest partiellen Doppelverbeitragung. Ein schwieriges Wort. Entsprechend, es scheint ja doch auf eine Lösung hinauszulaufen. Hören wir mal, was die Koalition dazu sagt. Erich Irlsdorfer jetzt von der CDU-CSU-Fraktion. Das Thema beschäftigt uns ja heute zum wiederholten Male. Und all das, was ich bisher hier gehört habe, ist zum einen der Versuch, das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14. November 2003 mit Inkrafttreten zum 01.01.2004 entweder historisch, sachlich, fachlich und rechtlich zu verteidigen und zu rechtfertigen, oder es wird in extremer emotionaler Tonlage und Wortwahl versucht, die Situation zu beschreiben, aufzurütteln, darzustellen und zu verurteilen, und egal aus welcher Motivation heraus. Herr Birkwald, ich kann Ihnen nur sagen, eine schöne Rede voller Emotion, anders habe ich es nicht erwartet, doch natürlich eher parteipolitisch motiviert wie als sachlicher Vortrag. Und ich möchte also hier schon noch mal sagen, wenn Sie sich hierher stehen und Skandal und Seehofer und Wahl, heute haben Sie den wahren Grund Ihres Engagements genannt. Sie sind auf Stimmenfang und werden hier mit den Sorgen und Nöten der Betroffenen, möchten Sie hier Wahlkampf machen. Was ich davon halte, können Sie sich vorstellen. Und, Herr Kollege, eines möchte ich schon auch noch korrigieren. Merken Sie sich eins, wir kämpfen natürlich um Mehrheiten und um Lösungen, vollkommen normal. Aber dass Sie uns treiben, da muss schon noch viel mehr passieren. Gell? Merken Sie sich das. Und ich möchte, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier die Sichtweisen, die wir hier natürlich mitbekommen, die haben alle natürlich ihre Berechtigungen und beide Anschauungen kann ich auch etwas abgewinnen. Doch auch bei so intensiver Debattenlage und unter Einbeziehung sämtlicher Fakten, glaube ich, müssen uns als aktuell politische Entscheider drei Dinge auf jeden Fall schon noch leiten. Das ist zum einen die erste Frage: Wollen wir eine politische Entscheidung aus dem Jahr 2003 rückwirkend verändern, weil wir der Meinung sind, dass diese rechtlich vermutlich einwandfrei machbare Entscheidung unserer Meinung nach 2018 korrigiert werden soll? Wir hätten im Koalitionsvertrag die Möglichkeit gehabt, Herr Kollege Lauterbach, wir haben uns damals nicht durchsetzen können, das stimmt, das ist so, das wollten unsere Parteivorsitzenden nicht.
und weil wir nach Abwägung der Situation der Meinung sind, dass sie damals notwendig war, handwerklich durchführbar und generell aber unserem Verständnis zur Beitragspolitik im Sozialversicherungswesen widerspricht. Und die zweite Frage lautet, wie und in welchem Umfang gehen wir mit dem Zeitraum 01.01.2004 bis Jahresende, also mit dem Geschehenen, um? Und in welchem Umfang bewerten wir die Situation ab 01.01.2019? Und die dritte Frage lautet, wie können wir das Ganze finanzieren? Durch wen, in welcher Form und in welchem Zeitraum? Und diese drei Punkte müssen wir in einem normalen parlamentarischen Verfahren sachlich erörtern und bewerten und dann hier im Parlament auch entscheiden. Mein Vorschlag ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir vor dieser Entscheidung hier im Parlament auch die Länder mit in die Verantwortung nehmen, dass sie zumindest gehört werden und dass wir sie mit einbinden. Wir werden natürlich ebenfalls wie die CDU entweder im Parteivorstand oder Parteitag diese Dinge noch mal besprechen. Und ich schlage aber auch vor, für uns als Parlamentarier hier eine weitere fraktionsübergreifende Informationsrunde. Wir hatten dazu ja schon mal eingeladen. Die Menge derer, die da waren, war jetzt überschaubar. Aber ich glaube, Ralf Sprinkers und Alexander Dobrindt werden das sicher auch noch mal machen. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir unterwegs sind, glaube ich, ist es schon auch immer wichtig, dass wenn wir sagen und zu dem Entschluss kommen, dass wir hier Veränderungen wollen, dass wir dann natürlich auch den Menschen sagen müssen, wie das Ganze finanziert werden soll. Und ich habe von der Kollegin der Grünen natürlich hier mitbekommen, dass immer wieder das Thema Bürgerversicherung kommt. Ich glaube nicht, dass das der richtige und vor allem gerechtere Weg in diese Richtung geht. Ich glaube, das wird genau das Gegenteil sein. Und ich möchte auch hier mit meiner persönlichen Meinung nicht hinterm Berg halten. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir eine Regelung für die Zukunft brauchen. Das heißt, ab Januar 2019. Und ich bin aber auch Stand heute der Meinung, dass wir nicht alle finanziellen Situationen der Betroffenen rückwirkend ausgleichen können. Aber wir müssen ein deutliches finanzielles Signal in diese Richtung senden, weil es wichtig ist, dass wir natürlich auch die Zukunftsfähigkeit im Bereich der Rente mit dieser oft genannten dritten Säule weiterhin auch erhalten. Und eines, denke ich, ist noch viel wesentlicher als all das, was wir hier immer wieder nach vorne und nach hinten diskutieren. Wir als Deutscher Bundestag haben primär die Aufgabe, für Verlässlichkeit und Stabilität zu sorgen. Und wenn ein Arbeitnehmer sich Gedanken um seine Zukunft macht, wie es denn weitergeht, wie er dann im Rentenalter sich dementsprechend auch versorgen kann, im guten Glauben eine finanzielle Absicherung für seine Rente trifft und einen Vertrag unterschreibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann glaube ich, muss er sich darauf verlassen können, dass diese Konditionen eines Vertragswerks ihre Gültigkeit haben. Egal, wer dieses Land regiert und unabhängig von der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Sozialversicherungspartner. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es doch unsere Aufgabe, dass wir hier nicht Dinge vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Ich höre da immer diese Schlagwörter, Skandal und alles, was dazugehört und Betrug. Ich weiß, man hört das nicht gerne, aber das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 6. September 2010 ausdrücklich festgestellt, dass es im Beitragsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung kein Verbot gäbe, Einkommen doppelt mit Beiträgen zu belasten. Das ist nicht unsere politische Meinung und deshalb haben wir auch die politische Kraft, dass wir diese Dinge wieder verändern. Aber von Unrecht zu sprechen, das, glaube ich, ist schon noch mal eine andere Nummer. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss, und das, glaube ich, kann uns einen, wir wissen, dass nicht eine Partei oder hier nur Regierung und Opposition ausgeschlossen haben, wir alle sind verpflichtet, hier eine Lösung zu schaffen. Und ich glaube auch, dass alle Parteien hier in diesem Haus und auch in den Ländern bereit sind, hier gemeinsam zu einer Lösung beizutragen. Das eint, darüber werden wir reden, darüber werden wir auch ringen, was die bessere Situation ist. Und deshalb geht es bei diesem Thema
um mehr als um Geld. Es geht um Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, wir werden diese Situation entzerren. Wir werden sie verbessern. Aber wir werden auch nicht alles schaffen können. In diesem Sinne hoffe ich auf gute Beratungen und auf eine faire Zusammenarbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes die AfD-Fraktion mit dem Kollegen Jörg Schneider. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Menschen haben für das Alter vorgesorgt. Sie haben dafür Geld genommen, für das sie schon Krankenversicherungsbeiträge bezahlt haben. Und dann kommt es zur Auszahlung und sie müssen noch mal Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Das finden wir nicht richtig. Deswegen unterstützen wir den Antrag der Linken. Und Herr Birkwald, es wäre fair gewesen, wenn Sie uns eben bei der Aufzählung der Unterstützer Ihres Antrags nicht unterschlagen hätten. Wir sprechen heute über einen, ja, letztendlich über einen Krankenversicherungsbeitrag. Das tun wir öfter. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass Menschen dann irgendwann mal mit ein paar Monaten Vorlauf und Vorwarnzeit 5 € mehr oder 10 € weniger in der Tasche haben. Der Fall, über den wir heute sprechen, ist deswegen vollkommen anders gelagert. Da geht es um einen relativ großen Betrag und es geht darum, dass dieser Betrag von Menschen vollkommen unerwartet erhoben wird. Sie kommen vollkommen unerwartet in diese Situation. Jetzt könnte man natürlich sagen, da kriegt einer so eine Lebensversicherung ausgezahlt, hat einen Haufen Geld auf dem Wohnzimmertisch liegen, da kann er doch solidarisch ein bisschen was von abgeben. Das Problem ist nur, diese Menschen befinden sich in einer besonderen Lebenssituation. Die stehen gerade am Übergang vom Arbeitsleben ins Rentnerdasein. Das ist mit finanziellen Einbußen verbunden. Sie verdienen weniger Geld. Sie stellen sich darauf ein. Sie versuchen, Kosten zu reduzieren. Sie finanzieren zum Beispiel die Schlussrate ihrer eigenen Wohnung mit diesem Geld. Das heißt, dieses Geld ist eben nicht frei verfügbar. Es ist verplant und wir bringen diese Menschen tatsächlich dadurch, dass wir ihnen viel davon wegnehmen, in eine echte Notsituation. Wir brauchen dort tatsächlich eine Lösung. Ob es jetzt genau die 100%-Lösung der Linken ist, die auch wir befürworten würden, ja, es wäre schön, aber vielleicht finden wir hier einen Kompromiss. Und Frau Mark, ich kann Ihnen da nicht zustimmen. Es lagen doch nun wirklich genügend Kompromissvorschläge auf dem Tisch. Zum Beispiel sprachen wir über die Freigrenze. Freigrenze muss man sich vorstellen. Wer bis zu 18.000 € bekommt ungefähr, zahlt nichts. Wer rein theoretisch 1 Cent mehr bekommt, zahlt 3.100 €. Diese Sache mit der Freigrenze ist vielleicht eine wirklich sinnvolle Angelegenheit, wenn es darum geht, irgendwelche Bagatellbeträge zu verhindern. Aber meine Damen und Herren, hier sprechen wir über 3.000 €. Das ist das Viertel eines Jahreseinkommens eines Rentners. Das ist keine Bagatelle. Das ist die Freigrenze definitiv das falsche Instrument. Hier brauchen wir einen Freibetrag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auch das klang eben schon an. Normalerweise werden die Sozialversicherungsbeiträge geteilt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Hier haben wir eine Situation, da steht hinter dem Arbeitnehmer kein Arbeitgeber mehr, der die Hälfte übernimmt. Da wäre es eigentlich logisch, von ihm auch nur die Hälfte abzufordern. Machen wir aber nicht. Er muss den vollen Betrag selber bezahlen. Ich denke mir, der halbe Beitragssatz und diese Regelung bestand ja schon, wäre tatsächlich auch eine sinnvolle Vorgehensweise, um hier die Menschen zu entlasten. Und ich möchte vielleicht noch einen Vorschlag machen. Wir sprechen ja darüber, dass dieser Beitrag, dieser Krankenversicherungsbeitrag auf 120 Monate verteilt kassiert wird. Das sind also 10 Jahre. Wir haben nun erfreulicherweise eine wesentlich höhere Lebenserwartung mittlerweile. Man könnte, und es würde gar nicht viel Geld kosten, diesen Beitrag auf 20 Jahre verteilen und dann würden wir die monatliche Belastung schon mal halbieren. Das würde nicht viel Geld kosten, die anderen Vorschläge würden Geld kosten. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, hier geht es nicht nur um Geld, es geht hier auch um Vertrauen. Wir wollen, dass junge Menschen vorsorgen. Und wie wollen wir denn das den jungen Menschen begreiflich machen, wenn sie sehen, dass ihren Großeltern und ihren Eltern, die vorgesorgt haben, ein großer Teil dieser Vorsorge einfach weggenommen wird? Meine Damen und Herren, und ich finde es erfreulich, ich habe jetzt doch ein paar Ansätze gehört, die Regierung bewegt sich in die Richtung, die Kompromisse liegen auf dem Tisch. Bitte bewegen Sie sich in die Richtung, schaffen Sie gerade bei den jungen Menschen in diesem Land das Vertrauen, das wir brauchen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege. Die Rede von Jörg Schneider für die AfD-Fraktion war das. Jetzt kommt Ralf Kapschak für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, gibt es hier irgendjemanden im Plenum, der keine Mail oder keinen Brief zum Thema Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten bekommen hat? Alle, habe ich mir gedacht. Das zeigt, das ist ein Thema, was viele Menschen umtreibt. Und sie erwarten zu Recht, dass wir endlich was tun.
Auch wenn mittlerweile sämtliche Gerichte die Praxis der Beitragserhebung für rechtens erklärt haben, gilt hier wie anderswo, nicht alles, was rechtens ist, ist auch politisch vernünftig. Es geht schließlich nicht nur um die Frage, wie viel Geld bekommen die Krankenkassen, sondern es geht auch um die Frage, wie stellen wir die Altersversorgung der Zukunft auf. Für uns ist klar, wir wollen betriebliche Altersversorgung als Ergänzung zur gesetzlichen Rente stärken, und da spielt die Beitragsbelastung eine erhebliche Rolle. Wir wollen, wie bei der gesetzlichen Rente, Karl Lauterbach hatte schon gesagt, den halben Krankenkassenbeitrag auf Betriebsrenten. Das scheitert leider bislang an der Union, und ich denke, die Union sollte sich da endlich bewegen. Als wichtigen Schritt könnten wir uns einen echten Freibetrag vorstellen. Davon würden vor allem Bezieher und Bezieherinnen von kleineren Betriebsrenten profitieren. Die Kosten liegen ungefähr bei 1 Milliarde Euro. Natürlich muss man sagen, woher das Geld kommen soll. Klar. Nur, wenn der Gesundheitsminister Land auf Land ab erklärt, die Krankenkassen seien finanziell wunderbar aufgestellt, heute fordert er die Absenkung des Zusatzbeitrags, dann fällt es schwer zu sagen, für die Reduzierung der Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten ist kein Geld da. Außerdem erhält die Krankenversicherung und auch die Pflegeversicherung durch die geplanten Verbesserungen bei den Renten, über die wir morgen debattieren werden, weitere ungeplante Finanzmittel von rund 600 Millionen Euro. Deshalb ist aus unserer Sicht die Finanzierung des halben Beitrags auch aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung auf absehbare Zeit möglich. Und auch für die Zukunft wird man Wege finden, wenn man das wirklich will. Aus der Union kommt gelegentlich der Hinweis, man könne die Situation vor allen Dingen für die Direktversicherten nicht befrieden, deshalb solle man am besten gar nichts tun. Das ist ja Unsinn. Wenn das eine Messlatte für politische Entscheidungen ist, dann könnten wir uns hier einiges sparen. Ja. Es geht zumindest darum, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Wir möchten eine Regelung für die Zukunft, die betriebliche Altersversorgung attraktiver macht als beste Ergänzung zur gesetzlichen Rente. Und es kann aus meiner Sicht nur darum gehen, für die Zukunft eine vernünftige, nachvollziehbare Regelung für Rentenauszahlungen zu finden. Denn je eher wir diese Regelung finden, desto besser. Desto mehr Betriebsrentnerinnen und Rentner, auch mit alten Verträgen, werden davon profitieren. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nee, ich möchte gerne im Zusammenhang vortragen. Wir können ja dann mit der Zwischenintervention das gleich noch regeln. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wir wollen den halben Krankenkassenbeitrag auf Betriebsrenten. Und ich sage mal zum Schluss, es kommt ja nicht so oft vor, dass ein Sozi die Mittelstandsvereinigung der Union lobt. Aber wenn es einen Vorschlag gibt, den wir richtig klasse finden, dann können wir das ruhig tun. Und den gibt es. Es gibt nämlich einen Antrag zum CDU-Bundesparteitag im Dezember. Der ist, ja, aber man kann man ja nicht oft genug sagen, wenn Sie mal was Vernünftiges machen. Es gibt einen Vorschlag, den ich richtig gut finde, weil er unsere Forderung 1:1 aufnimmt. Und ich hoffe sehr, dass es für diesen Antrag auch eine Mehrheit gibt und sich die Union endlich bewegt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Lösungsvorschläge der SPD, hier präsentiert von Ralf Kapschak. Eine Kurzintervention von Maria Kleinschmeink von den Grünen. Für mich doch Fragen auf, wie die SPD insgesamt in der Bewertung mit Altersbezügen und auch der Verbeitragung dann im Krankenversicherungsbereich umgeht. Wir haben ja heute bei der gesetzlichen Krankenversicherung ja durchaus das Prinzip, dass der Rentner eben tatsächlich Krankenversicherungsbeiträge zahlt bis zur Bemessungsgrenze und gleichzeitig der Pflichtversicherte, genau, und gleichzeitig ist dann eine Refinanzierung durch den Bundeshaushalt für die zweite Hälfte. Es wird also sichergestellt, dass die versicherten Gemeinschaften aller derer, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, nicht darüber belastet werden. Das ist ein Prinzip, was auch mit Ihren Stimmen ja mal so festgelegt worden ist als Grundprinzip. Und jetzt schlagen Sie ein Verfahren vor, wo Sie
die günstige Situation, die wir tatsächlich im Gesundheitsbereich derzeit haben, dass wir höhere Rücklagen haben, wovon wir aber auch wissen, dass die durch die vielen, vielen Maßnahmen, die Sie ja jetzt beschließen wollen, insbesondere ja auch für die Pflege, sehr schnell aufgebraucht sein werden. Wollen Sie trotzdem zulasten der Krankenversicherten diese Lösung angehen? Das heißt ja in der Tat, dass die Pflegehelferin, wenn auch das berechnet auf 3 Milliarden, aber es ist ja immerhin der Gegenwert von 0,3 Beitragspunkten, das muss man ja sich schon vergegenwärtigen, dann zu zahlen hat. Und das wiederum ist schon die Frage, ob das ein gerechtes Prinzip ist und ob Sie das in Zukunft genauso weiterführen wollen mit anderen Ausgaben im sozialrechtlichen Bereich, dass Sie das einfach alles in die Versichertengemeinschaften der Krankenversicherten schieben. Das ist aus unserer Sicht nicht in Ordnung. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Kanzler, wollen Sie antworten? Liebe Kollegin, Sie haben mir aufmerksam zugehört, wie ich gesehen habe. Und ich bin der Meinung, und Karl Lauterbach hat das ja vorhin auch argumentiert, dass die Krankenkassen zurzeit sehr wohl in der Lage sind, eine entsprechende Lösung auch zu finanzieren. Das heißt nicht, dass es im Moment überhaupt keine Mehrbelastung geben würde. Und diese Regelung würde auch Zeit kaufen, sozusagen, um über die Zukunft nachzudenken, wie wir das in Zukunft regeln. Aber es geht erstmal darum, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir heute sind, dass wir etwas tun, dass die Menschen, die darauf angewiesen sind, auch mit einer Betriebsrente einen ordentlichen Lebensabend zu bestreiten, dass sie merken, dass wir dieses Problem endlich mal ernst nehmen und dass wir uns bewegen. Ja, meine Damen und Herren, das also die kurze Intervention und die Antwort. Zunächst Maria Klein-Schmeink, dann Ralf Kapschak. Jetzt geht es weiter hier in der regulären Debatte mit Wieland Schinnenburg für die FDP-Fraktion. Ein Trauerspiel in 5 Akten. Der erste Akt ist, seit Jahrzehnten kennen wir das demografische Problem. Es gibt immer weniger Beitragszahler und immer mehr Leistungsempfänger. Zweiter Akt. Alle Regierungen, alle Couleur, auch die FDP, alle Experten empfehlen den Menschen, ihr müsst selbst für euch vorsorgen. Und das tun auch Leute. Dritter Akt, dann stellt die ganz große Koalition aus Union, SPD und Grünen fest, ach, da ist ja Geld, da können wir mal drauf zugreifen. Also belegen wir mal kurz die Beiträge und auch die Auszahlungen dieser Menschen, die sinnvollerweise für ihr eigenes Alter vorsorgen, mal mit Abgaben. Vierter Akt. Genau im Gegenteil dazu, wenn es darum geht, Geld auszugeben, dann sind wir ganz schnell dabei. Dann ist große Koalition, Union und SPD sind munter dabei. Fünfter Akt, mittlerweile offenbar einhellige Meinung, das ist ungerecht, die Doppelverbeitragung. Seit Jahren ist das kollektive Meinung. Reaktion darauf? Keine. 2 Anhörungen im Bundestag. Seit Anfang des Jahres der Antrag, über den wir jetzt gerade hier reden, von der Linksfraktion, mehrfach auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses gewesen, jedes Mal von der Tagesordnung abgesetzt. Meine Damen und Herren, dieses Trauerspiel muss beendet werden. Wie Sie wissen, bin ich ja Mediziner und habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht über den Krankheitszustand der Großen Koalition. Und hier haben wir eine doppelte Diagnose. Wenn es um das Ausgeben geht, leidet die Große Koalition unter einem Hyperaktivitätssyndrom. Wenn es darum geht, ungerechte Belastungen der Bürger zu beseitigen, haben wir eine chronifizierte Lethargie. Meine Damen und Herren, ein ganz grausames Krankheitsbild zulasten der Menschen. Auch das muss beendet werden. Meine Damen und Herren, wir müssen es belohnen und nicht bestrafen, dass Menschen für sich selber vorsorgen. Sie machen das genaue Gegenteil. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Große Koalition nicht ständig Versichertengelder für ihre Wahlprojekte verprasst. Anders ausgedrückt, dieser Koalition und dieser Regierung muss man aber kräftig in den Hintern treten. Das werden wir als FDP weitermachen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dr. Schindenburg, herzlichen Dank. Ich gehe davon aus, dass Sie das sozusagen im übertragenen Sinne gemeint haben mit dem Hintern. Wieland Schindenburg war das für die FDP-Fraktion. Weiter geht es mit Rudolf Henke, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich hätte mir ja offen gestanden niemals träumen lassen, dass ich nach der letzten Rede, die ich zu dem Thema gehalten habe,
einen derartigen Shitstorm ernten würde auf Facebook für eine Maßnahme, die jedenfalls als zuständige Ministerin Ulla Schmidt eingebracht hat, die halt dich gut aus dem Wahlkreis kenne. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber es war halt so. Und ja, und ich finde, man muss einfach doch auch noch mal an die Gründe der damaligen Entscheidung erinnern. Und die Gründe der damaligen Entscheidung, Herr Lauterbach hat ja die wirtschaftliche Situation, auch die Situation der Krankenkassen dargestellt. Er hat ja auch daran erinnert, dass das Bundesverfassungsgericht damals für die Krankenversicherung der Rentner Aussagen gemacht hat, die auch umgesetzt und beachtet werden mussten. Und insofern ist ja die damalige Situation eine gewesen, die auch einen Imperativ dargestellt hat. Und insofern finde ich das Ausschütten von Häme über die damals vielfältig Beteiligten, also sicher nicht nur Ulla Schmidt und die SPD, aber eben auch Ulla Schmidt und die SPD, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen finde ich, haben die Kolleginnen und Kollegen, die damals gehandelt haben, auch Verteidigung verdient. Und die steht Ihnen zu. Und jedenfalls, ich möchte die auch darstellen. Das Prinzip der gesetzlichen Krankenkasse ist Beiträge nach Leistungsfähigkeit. Karin Mark hat darauf hingewiesen, Leistungen nach Bedarf. Und anders als in der Rentenkasse richtet sich die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse auch nicht nach der Höhe der eingezahlten Beiträge. Auch anders als in der Betriebsrente richtet sie sich nicht nach der Höhe der eingezahlten Beiträge, sondern prinzipiell nach den Maßstäben des Sozialgesetzbuches, notwendig, zweckmäßig, ausreichend wirtschaftlich. Und darauf haben die Versicherten, und zwar alle Versicherten, ein einklagbares Recht. Und die Höhe der Beiträge folgt dann der Leistungskraft. Und dass sie ein einklagbares Recht darauf haben, ist der Grund dafür, weswegen eine Minderung dieser Rechte immer eine Entscheidung des Gesetzgebers verlangt, dass etwas aus dem Leistungskatalog ausgegliedert wird. Und da kann ich mich an keine Ausgliederung von Leistungen aus dem Leistungskatalog erinnern, denen die Linke nicht heftig widersprochen hätte, zum Teil auch in ihren Vorformen. So, und deswegen finde ich, kann man ja über viele Lösungen diskutieren, aber der springende Punkt für die Lösungen ist doch, wird damit die Finanzkraft der gesetzlichen Krankenkassen geschwächt oder nicht? Und in welchem Umfang? Und lieber Herr Kollege Kapschak, lieber Freund aus der Koalition, wir können doch nicht deswegen, weil wir jetzt aktuell eine günstige Wirtschaftslage haben und gerade erleben, dass die Bundesregierung die Wirtschaftswachstumsprognosen nach unten korrigiert. Da können wir doch nicht sagen, diese Situation, die gilt jetzt für ewige Zeiten. Und deswegen können wir locker mal soeben auf je nach Lösungsvorschlag 2,5 Milliarden oder 5 Milliarden oder 1 Milliarde, je nachdem, wie man das löst, im Jahr verzichten. Und bei rückwirkender Abwicklung würde das ja sogar bedeuten, dass man auf Beträge eines Vielfachen davon verzichten müsse. Dazu sagen, einfach den Beitrag auf null, lieber Herr Birkwald, wie Sie das machen, und dann machen wir uns vom Acker und der Rest ist uns völlig egal. Das ist eine Lösung, die sich verbietet und die nicht geht. Und das ist der Grund, weswegen es so schwierig ist. Und deswegen stelle ich mich auch vor den Gesundheitsausschuss, wenn der Gesundheitsausschuss sagt, an dieser Stelle haben wir weiter existierenden Beratungsbedarf. In der Tat an Vorschlägen, was man technisch machen kann, Umwandlung in einen Freibetrag, von der Freigrenze in einen Freibetrag, Halbierung des Beitrags, der an die gesetzliche Krankenkasse fließt. An diesen Vorschlägen ist ja kein Mangel. Und jeder kriegt ja Briefe aus dem Kreis der Betroffenen, Direktversicherten, die diese und weitere Vorschläge enthalten. Bei uns in Aachen wird jetzt die Junge Union eine Bezirksversammlung zu dem Thema mit Karl-Josef Laumann machen und lädt dazu ein und sagt, wir müssen dort über Lösungen diskutieren und reden, wie das geht. Und ich bin ja offen für sehr viele dieser Lösungen. Wir haben ordnungspolitisch natürlich unterschiedliches Gewicht.
Aber eins geht nicht, zu sagen, wir tun jetzt mal so, als hätten wir auf ewige Zeiten 2,5 Milliarden, 5 Milliarden, 1 Milliarde übrig in der gesetzlichen Krankenkasse und schaffen einen neuen Rechtsanspruch, den, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir ja niemals würden zurücknehmen können. Und deswegen muss eine Lösung für die Refinanzierung her. Und da finde ich, lieber Herr Birkwald, dass Sie eben daran erinnert haben, wie Sie sich die gesetzliche Krankenversicherung einlässt. Das finde ich nobel und gut von Ihnen im Zusammenhang mit der Diskussion über die Frage der künftigen Beitragsbemessung. Für die Empfänger von Versorgungsbezügen hat sich der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes positioniert. Er befürwortet mehrheitlich die Anwendung des halben allgemeinen Beitragssatzes für Pflicht- und freiwillig versicherte Empfänger von Versorgungsbezügen. Und dann findet man aber die Formulierung, und die haben Sie eben verschwiegen. Darüber hinaus hat sich der Verwaltungsrat dafür ausgesprochen, in einer Protokollnotiz festzuhalten, dass er eine Kompensation der entgangenen Beiträge erwartet. Und das ist doch der Kernpunkt. Und für den haben wir noch keine Lösung. Und wenn wir die gefunden haben, dann werden wir auch eine Beratung dann im Gesundheitsausschuss abschließen. Und alles andere heißt die Dinge übers Knie brechen aus populistischen Wahlkampfgründen. Das machen wir nicht mit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Rudolf Henke war das für die CDU-CSU-Fraktion, der sich dafür verwendet hat, keine Häme über die damaligen Gesetzgeber hier an der Stelle auszugießen. Und es brauche eine Kompensation für die entgehenden Beiträge. Die müsste gefunden werden. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist jetzt Bärbel Baas für die SPD. Wenn wir eine Lösung wollen, die auch finanzieren. Ich will noch mal sagen, welche Probleme aus der Anhörung deutlich geworden sind. Wir haben immer noch Produkte für die betriebliche oder private Altersvorsorge, die unterschiedlich verbeitragt werden. Das ist übrigens auch ein Thema, was wir noch generell angehen müssen. Die Frage ist ja, wollen wir Beiträge erheben in der Ansparphase oder hinterher in der Auszahlungsphase? Das ist ein offener Punkt, den wir bei vielen Produkten noch nicht geklärt haben. Wir haben das nur beim Betriebsrentenstärkungsgesetz gemacht, indem wir das Produkt Riester sowohl für die betriebliche als auch für die private Vorsorge beitragsfrei gestellt haben hinterher. Das ist ein Punkt, der trifft aber für andere nicht zu. So, und deshalb müssen wir uns auch das noch mal anschauen. Und deswegen finde ich, rechtfertigt das schon, dass wir sagen, wir haben noch Beratungsbedarf. Auch an diesem Punkt, übrigens auch mit den Kollegen aus dem Bereich Arbeit und Soziales, weil es da um die Rente und die Förderung an sich geht. Das Thema, was wir jetzt aber haben, ist, dass wir, das ist eine politische Frage, ob wir wollen, dass, wenn wir Betriebsrenten stärken für die Zukunft, wollen wir das über das Steuersystem machen oder sagen wir, sie sollen bei der Auszahlungsphase am Ende nur den halben Beitrag bezahlen, statt jetzt den vollen Beitrag. Rudolf Henke hat gerade erklärt, wir haben ein Leistungsprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung. Eigentlich müssten wir alles heranziehen, was da ist. Die Frage ist, machen wir das zu 50% oder zu 100%? Die SPD sagt, wir wollen das zu 50% machen, und zwar mit der politischen Argumentation, weil wir sagen, wir wollen die Betriebsrenten stärken. Weil wir können nicht auf der einen Seite den Menschen sagen, sie sollen vorsorgen, und dann fördern wir das aber nicht. Und dann machen wir es noch so kompliziert, dass ein Arbeitgeber schon nicht mal mehr in der Lage ist, seinem Arbeitnehmer die verschiedenen Produkte und Verbeitragungen zu erklären. So, und deshalb haben wir auch hier eine Baustelle. Trotzdem sagen wir, diese 50%, diese 2,6 Milliarden, können wir jetzt finanzieren. Was langfristig in vielen Jahren ist, ich meine, das ist eine Glaskugel, das weiß ich nicht, dass die SPD aber auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen hat und Lösungen gefunden hat, wie wir das System nach wie vor stabil halten, haben wir bewiesen, auch wenn es für viele manchmal schmerzhaft war. Jetzt haben wir eine Situation, eine finanzielle, wo wir uns diese 2,6 Milliarden aus, erstens gibt es Rücklagen, zweitens ist die wirtschaftliche Konjunktur immer noch so, dass die Einnahmen immer noch wachsen. Ob das in vielen Jahren noch so sein wird, das weiß hier niemand. Aber jetzt zu sagen, wir machen es deshalb nicht, weil wir nicht wissen, was in 10 Jahren ist, dann können wir die Arbeit übrigens, wie mein Kollege vorhin schon gesagt hat, auch einstellen. Deswegen machen wir es. Deswegen sollten wir uns diese Lösung vorbehalten. Und über den Freibetrag ist vorhin schon gesprochen worden, ob es eine Freigrenze oder ein Freibetrag sein soll. Ich glaube, wir können, wenn wir sagen, wir wollen die Altersvorsorge fördern, macht es mehr Sinn, statt über das Steuerrecht zu gehen, mit einem Freibetrag zu arbeiten. Da könnten wir kleine Zusatzrenten tatsächlich entlasten.
Denn eine Rente, die 153 Euro hoch ist, die wird voll verbeitragt im Monat. Und das ist natürlich ein Unterschied. Deswegen setzen wir auch auf diesen Freibetrag. Diesen Vorschlag haben wir eingebracht. Und ich freue mich, dass ich zumindest gehört habe, dass es auch bei der CDU-CSU Bewegung in der Diskussion gibt. Ich würde mir wünschen, wir hätten es schon in dieses Gesetz, in das Versichertenentlastungsgesetz einbringen können. Aber ich sehe zumindest Bewegung, dass wir hier zu einer Lösung kommen, dass wir Betriebsrenten stärken können. Das ist für die SPD ein ganz wichtiger Ansatz. Und ich hoffe, dass wir hier eine Lösung finden. Vielen Dank. David Baas war das, meine Damen und Herren, die letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten. Es war mehr ein Zustandsbericht. Der Ausschuss ist ja noch nicht fertig. Es gibt keine Beschlussempfehlung. Die Beratungen dort gehen weiter. Die Linke hat dennoch dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht.